Tobi, ich habe in letzter Zeit viele Anfragen gekriegt. Mensch Jochen, ich war bei dir auf dem Abnehmkurs, ich bin voll motiviert durchzustarten und jetzt hat das Fitnessstudio zu. Was mache ich jetzt? Wie kann ich fit bleiben ohne Fitnessstudio? Und ich möchte dir jetzt in diesem Video zeigen, wie du das mit ganz, ganz einfachen Mitteln kannst. Alles, was du dazu brauchst, sind zwei Sprudelkisten und noch eine große Grillkiste. Das Gute ist, wir können uns damit dann die Gewichte so machen, wie wir sie brauchen. Was du dir auch besorgen solltest für das Ganze ist einfach so eine Auflage. Wir beginnen mit einer kleinen Warmmachübung. Eine Möglichkeit dazu ist ganz einfach hier der Hampelmann. Also Hampelmann. Wir fangen einfach so ein bisschen an und bringen uns so ein bisschen den Kreislauf in ihren Schwung, dass die Muskeln gut durchblutet werden. Denn die Muskeln, die gut durchblutet sind, ist natürlich die Verletzungsgefahr viel, viel niedriger. Bauchtraining kann man auch machen. Jawohl. Geht also auch alles ohne Geräte, das Ganze. Ja, als nächstes zeige ich dir noch ein paar Übungen eben für die Beine dabei. Einerseits haben wir hier Wadentraining, das geht ganz einfach mal, nimmt einfach jetzt so, das geht zur Not, aber auch ohne Sprudelkissen. Wir gehen einfach so hoch und runter, hoch und runter. Gut, dann zeige ich dir als nächstes auch noch die Kniebeuge, einmal hier ohne Gewicht, gehen wir hier einfach so her und das kennst du bestimmt, hier noch so hoch und runter, ist auch ein bisschen Koordinationsübung dabei, ja, und wenn du dann schon fortgeschrittener bist, dann nimmst du eben hier die Sprudelkisten dazu und machst das Ganze eben dann auch mit den Sprudelkisten, da hast du dann natürlich noch etwas mehr Gewicht bei der ganzen Übung und trainierst hier wunderbar die Beine dabei, ja, auch ein bisschen den Po dabei, ist also auch eine ganz gute Übung. Ja, jetzt machen wir eine kleine Übung für den Po, knie mich jetzt hier so wieder drauf und mache jetzt ein Bein hoch und dann das andere Bein und so kannst du auch ohne irgendein Gerät den Po trainieren. Ich wünsche dir viel Spaß bei den ganzen Übungen. Du kannst wirklich mit einfachsten, primitivsten Mitteln hier schon ganz, ganz viel erreichen. Also mach das Beste aus dieser Zeit, dass am Ende die Zeit wird rumgehen, stolz auf dich sein kannst und sagen kannst. Und ich glaube, das ist auch das Motto hier. Die Zeit geht rum, Ergebnisse bleiben. Ich wünsche dir alles, alles Gute von ganzem Herzen. Mach's gut, halt dich fit, dein Jochen Kaufmann.